Hallo, ganz herzlich willkommen zu dem wohl chaotischsten Morgen des Jahrhunderts. War das richtig? Ich glaube schon. Wir sind relativ früh aufgestanden und sitzen schon an der Arbeit. Ja, hallo. Hi, hallo. Unsere Freunde sind schon da. Wir gehen nämlich heute nach Holland. Wir fahren heute nach Holland und gucken uns ein paar Interior-Sachen an und haben heute Morgen schon angefangen, ein bisschen zu arbeiten. Es ist gerade mal 9 Uhr und ich habe Lust auf ein Eiskaffee. Und es ist so hektisch, dass ich nicht mal weiß, was ich gerade zu euch gesagt habe und was nicht. Ich habe ein Kleid von H&M an. Das hatte ich euch in meinem vorletzten Vlog, glaube ich, gezeigt. Ich verlinke euch das gerne in die Infobox. Und ich habe eine Pinky Celine an, die ich mal geschenkt bekommen habe. Sehr, sehr hübsche Tasche von meiner Managerin. Denn sie hat sie einfach nicht mehr getragen und sie mir dann geschenkt. Happy me. Genau, wir gehen jetzt los und ich nehme euch mit. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte schon mal ein Intro für euch gedreht, aber das hat gar keinen Sinn gemacht. Heute ist nämlich Montag und ich habe am Freitag ein Intro für euch gedreht und habe bis heute nicht weitergefilmt, weil ich nämlich mit meinem Mann bei meiner Familie war. Und wir haben das so für uns genossen, dass wir überhaupt gar nicht die Kamera rausgeholt haben. Also ich habe mit Ach und Krach ein paar Storys gemacht. Und dann sind wir sogar noch nach Nürnberg gefahren, zu weiteren Verwandten. Und gestern Nacht sind wir dann wieder angekommen. Also, wir waren in Holland und ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt wegen der Kamera. Ich dachte nämlich, ich kann euch mit auch reinnehmen und euch so ein bisschen zeigen, was so abgeht und so weiter. Aber wir sind ja mit den Besitzern von Café Buhr da hingegangen und dadurch, weil die in Frankfurt auch einen Laden aufmachen wollten, also gehen die schon öfter die ganze Zeit nach Holland, um Besteck einzukaufen und Bretter und Lampen und was weiß ich. Und dann wollten die beiden auch mal zu Kolmore, weil ich mal davon erzählt hatte. Und es war wirklich ein Kampf, da reinzukommen. Also wir haben 1,5 Stunden gebraucht, um für Café Buhr einen Gewerbeschein zu bekommen. Es war jetzt nicht so easy, ehrlich gesagt. Und da drin darf man nur sowieso nicht mal ein Foto machen, geschweige denn irgendwie eine Aufnahme oder sowas. Aber ich habe ein bisschen was eingekauft. Und da liegt schon was, es sieht so schön aus. Ein ganz kleines bisschen nur. Ich werde die Tage wieder hinfahren, eventuell sogar heute, weil es gerade einen Tisch gab, den ich sehr, sehr schön fand. Und das war aber so ein Ausstellungsstück. Und zwar war das so ein Ledertisch für den Kinoraum. Also werde ich wahrscheinlich doch den Tisch unten verkaufen, der unten steht, und dann den Ledertisch da reinstellen. Weil auf Ledertischen kann man, also es war wirklich ein kompletter Tisch aus Leder. Und da kann man richtig geil drauf würfeln und so weiter, ne? Das kann man auf Glastischen halt nicht so gut. Das hier habe ich auch mitgenommen. Das ist so eine Wandhalterung. Kolmore bekommt ihr eigentlich nur in Einrichtungsläden. Ich weiß nicht, manche verkaufen das auch auf eBay, obwohl das eigentlich verboten ist. Aber das, ja, wird an Einrichtungsläden auch manchmal verkauft, aber vorzugsweise auch in Hotels und Restaurants und sowas benutzt und in Holland halt verkauft, ne? Ein sehr, sehr schönes Teil. Und hier ist der Schirm. Und den habe ich auch noch in groß mitgenommen. Also den, wenn das alles hängt, glaube ich, sieht das richtig schön aus, weil es ist ein Grayish. Es ist irgendwie beige und grau und ich finde, das passt perfekt zum Boden und zum Bett. Also die Farben sind wie füreinander gemacht. Aber es gibt generell voll die schönen Sachen in Holland. Also es ist so, in Herlaine gibt es so viele Läden nebeneinander, in die jeder reinkommt. Da braucht ihr kein Heckmeck wie so ein Gewerbeschein und so Megatheater und sowas. Und es ist auch so fair vom Preis her und sowas. Übrigens, wir haben gestern meinen Cousin mitgenommen. Ich meine, ich hätte ihn gehört. Yes, er sitzt am Laptop und arbeitet. Wir sitzen alle jetzt am Laptop und arbeiten erstmal eine Runde. So, wir waren jetzt bei meiner Schwiegermama essen, frühstücken und danach waren wir noch bei meinem Schwager und haben ausgemacht, dass wir nach Holland fahren, wegen dem Tisch. Es hat zwar jetzt keiner wirklich Bock, bei den Temperaturen jetzt irgendwie zu fahren. Ich rufe da jetzt auch gleich an und frage erstmal, ob der da ist. Aber wir werden nach Holland fahren und gucken, ob der Tisch noch da ist. Und ich werde meine Schwägerin auch mitnehmen. Vielleicht braucht sie ja auch noch was, wie gesagt. Es gibt ja so 100 Millionen verschiedene Läden da. Genau, jetzt mache ich mich erstmal ein ganz kleines bisschen fertig. Ich habe mir jetzt kurz Pflege aufs Gesicht gegeben. Gebe ich mir ein kleines bisschen Foundation auf. Verblende ich das Ganze einfach mit einem Pinsel. And a little bit of concealer. Jetzt will ich erstmal konturieren. Ein bisschen bronzen. Ein bisschen Blush muss sein. Ich mache auch manchmal einfach zwischendurch so einen kleinen Eyeliner-Strich. Und wie immer meine Hypnose-Mascara. Hallo, herzlich willkommen zurück.
Wir waren ja gestern in Holland. Ich zeige euch gleich, was wir alles eingekauft haben. Ich durfte wie immer die Kamera nicht mitnehmen. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt fertig gemacht. Es ist schon der nächste Tag. Ich habe auch schon den ganzen Garten bzw. den komplette Einfahrt sauber gemacht, weil die war so voller Dreck noch vom Rausreißen der Büsche und der Wiese und sowas. Und dann mein Cousin und ich, wir haben richtig viel gearbeitet heute Morgen, schon seit 8 Uhr. Und so viele Leute schreiben mir auf Instagram, ob mein Cousin mein Mann ist. Ich sag doch nicht die ganze Zeit, dass ich ihn noch nicht zeige, um ihn dann einfach so zu zeigen. Jedenfalls, ich habe mir jetzt alles aufgebaut und werde jetzt ein Video drehen in Kooperation mit Lancôme. Das Video geht am Freitag online. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Es wird ein Style & Talk und jetzt werde ich das drehen. Ich habe richtige Kopfschmerzen. Irgendwas hat wieder Knack in meinem Nacken gemacht und mir ist schlecht geworden und ich habe Kopfschmerzen bekommen. Leute, die Teppiche sind angekommen. Aber ich gehe noch mal näher darauf ein, weil ich habe sogar einen Rabattcode von Benuta bekommen. Keine Sorge, es ist keine bezahlte Platzierung oder so. Es ist einfach nur, falls jemand von euch sich für einen Teppich interessiert, habe ich noch einen coolen Code, mit dem ihr dann sparen könnt. Ich mache nachher einen kurzen Rundlauf mit euch und zeige euch noch die Sachen, die ich in Holland gekauft habe. Aber ich muss erstmal putzen, weil hier sieht es aus. Das wollt ihr gar nicht sehen. Stark, stark, super. Stopp. Zu nah? Zu nah? Zu nah? Ja. Ja, ein bisschen. Nur obwohl. Ach, das Gute, der Tisch kommt ja, der wird ja eh noch getauscht. Ja, muss nur hier ein bisschen. Aber es sieht schon echt cool aus. Und der ist so weich, der Teppich. Ist nicht mehr normal. Das ist genau, was ich mir vorgestellt habe für diesen Boho-Schick-Look. So ganz weich, alles so fallende Stoffe und so. Ich habe auch noch ein paar Kissen geholt, die zeige ich euch später. Und hier ist übrigens auch noch ein neuer Teppich, der ist für den Essbereich gedacht. Der sieht auch mega schön aus. Ich glaube, wenn die anderen Stühle draufstehen, sieht es auch noch alles perfekter aus. Aber bitte, wie hübsch ist dieser Teppich? So, ich mache gleich einen Rundgang mit euch und zeige euch die Teppiche. Die sind wirklich so schön, so, so hübsch. Und ich freue mich so, wenn hier ganz viele Stühle stehen. Und also wir wollen ja so beige Stühle, sowas, was zu diesem Mood passt. So, und das hier ist der Wohnzimmerteppich. Wie gesagt, der ist so weich, so schön. Fühlt sich so gut an. Gestern Abend dachte ich sogar, dass die Farbe nicht so gut hier reinpasst. Dass ich ihn woanders hinlegen werde. Aber er passt wie die Faust aufs Auge. Also sieht so schön aus. Der macht den Raum so groß und so hell. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und gerade in Kombination mit diesem hier. Das macht dann nochmal besonders was Besonderes mit dem Teppich. Das hier muss ich natürlich noch auslegen. Wie gesagt, die kam erst gestern an. Und ich zeige euch nochmal jetzt die weiteren Teppiche, die es hier so gibt. Und dann packen wir das hier alles aus. Oh mein Gott, das sieht auch so schön aus. Oh, oh, oh. Das ist ein Traum hier drin. Sobald die Stühle da sind für das Heimkino, zeige ich euch das. Aber bitte, wie schön ist das bitte? Wow, ich kann nicht mehr. So, aber besser im Licht. So erkennt ihr die Teppiche ein bisschen besser. Das ist so ein Bronze-Karamell. Sieht sehr, sehr schön aus. Wir wollten nicht, dass es die komplette Fläche bedeckt. Aber es gibt die natürlich auch in verschiedenen Größen. Dann haben wir den noch. Der ist ein Traum. Er passt perfekt zu den Wänden, aber er passt auch perfekt zu anderen Räumen und so weiter, weil er ja so viele Farben mit drin hat. Und dieses taub-silbrige, habe ich mir gedacht, passt eben zu so Silber-Accessoires und so weiter. Also wenn man später zum Beispiel schaut, passt das ganz gut. Das ist alles so eine Farbfamilie und deswegen gefällt mir das so mega, mega gut. Hier kommt dann später der Tisch drauf. Sehr, sehr hübsch. Bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Das sieht richtig schön aus hier. So, dann ganz oben hier einmal der Bürotisch von meinem Mann. Wir haben den jetzt nach da gestellt. Also wenn man praktisch in den Raum reinkommt, steht er direkt hier vorne. Das sieht super schön aus. Da haben wir uns für diesen Teppich hier entschieden. Das ist natürlich perfekt. Hier kann man auf den Stühlen hin und her rollen, ohne dass man jetzt irgendwie hängen bleibt an irgendwelchen Fransen oder so. Und es passt natürlich auch perfekt zu den schwarzen Beinen und zu dieser ganzen Gesamtkombination. Also hier zu dem Schwarz und Braun passt das sehr, sehr gut. Sieht sehr, sehr schön aus. Und hier gegenüber liegt auch noch ein wunderschöner Teppich. Er möchte gerne hier so zwei Sessel haben, so eine bisschen chilligere Ecke. So passend zu diesem Tekernholzhocker und so weiter, sieht das auch sehr, sehr schön aus. Also auch ein sehr schöner und sehr, sehr gemütlicher Teppich mit einer sehr besonderen Farbe. Der hat so einen kühlen Unterton. Das macht das Ganze sehr elegant, sehr, sehr schön. Das Ganze wird ein kleines bisschen nach da dann geschoben. Hier kommen dann so Lounge-Möbel hin und so eventuell ein schwarzes Regal eher als ein weißes. Also sehr, sehr schön. Puh, und ich habe so Atem. Aber der Raum, der macht sich auch langsam. Also Teppiche machen so viel aus. Es ist unglaublich. Dann gehen wir unter ins Schlafzimmer.
Ha, die Lustigen. Haben die einfach zwei Teppiche übereinander gelegt. Die Couch kommt endlich raus. Ich muss jetzt auch. Obwohl, nicht, ne? Die passt irgendwie nicht durch die Tür. Ging? Mega. So. Sie nähern sich ihrem Ziel. Puh. Die Couch ist jetzt hier drüben. Angekommen. Voll cool. Und das Schlafzimmer sieht schon voll cool aus. Jetzt schon. Wisst ihr was? Ich räume auch direkt die goldenen Sachen rüber. Dann steht das auch gar nicht mehr hier rum. Und das stelle ich einmal kurz um. Ich stelle das, glaube ich, erstmal hier so hin. Dann zeige ich euch diesen wunderschönen Teppich. Oh. Die Nachttische passen natürlich hier gar nicht mehr rein. Ich möchte gerne so, ja, entweder Samt oder Holz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also verspiegelt mag ich nicht so gerne. Das ist mir auch zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ich habe hier genug Glas und sowas. Aber einer von denen würde natürlich sonst auch hier reinpassen. Das sieht schon sehr, sehr schön aus hier. Sehr friedlich irgendwie. Die Kartons schenken mir, wie gesagt, noch Freunden. Die stehen hier immer noch rum. Hab den Teppich jetzt hier hingetragen. Und der schöne Teppich von Benuta liegt hier schon. Und das ist genau die Farbauswahl, die ich möchte. Also das passt perfekt zu dem Schirm. Ich stelle das mal kurz um. Ich habe das jetzt mal kurz umgestellt. Wie krass hochwertig sieht bitte dieser Teppich aus. So schön. Den habe ich bei den quadratischen gefunden. Ich wollte nämlich gerne so einen quadratischen hier, weil hier wird der Fernseher irgendwann hängen. Und dann werden die Säulen, von die im Wohnzimmer stehen, diese hohen Konsolen werden dann daneben stehen und ich will ja gerne den ganzen Boden so voller Skulpturen und Vasen und sowas haben. Und das ist der perfekte Teppich dafür, der hat diesen perfekten Mood. Und die Sachen habe ich euch ja schon gezeigt. Die brauche ich euch jetzt gleich in dem Hall nicht zeigen. Die passen auch perfekt dazu. Also das hier ist die wohl perfekteste Farbe. Es fehlen hier noch so ein paar Dinge, aber langsam macht sich das, dass es ein bisschen vorangeht. Je näher wir unserem Ziel kommen, desto glücklicher ist Tara. Das hier finde ich auch sehr, sehr schön. Ich wollte nur nicht, dass es vorm Bett steht, weil das Bett ist so ein schwebendes Bett. Es hat diese Schwebeoptik, dadurch, dass das Bein praktisch in der Mitte sitzt. Ich finde das so sehr schön und das würde halt das Ganze so ein bisschen verdecken. Deswegen steht es jetzt vorerst erstmal da. Mal gucken, wo ich es später hinstelle oder keine Ahnung, vielleicht stelle ich es auch auf die Seite, weil der Fake-Kamin geht auch rüber. Der ist übrigens von Depot. Der geht wahrscheinlich auch rüber in dieses goldene Zimmer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde hier direkt mal ein Thumbnail schießen, weil das ist ein Traum. Oh, hallo. Bringst du mir Glück? Gerade dieses Netz vom Fenster abgemacht. Willst du zerrissen? Und dann setzt sie sich, diese kleine Schönheit, auf meine Finger. Das jetzt wieder raus in die Freiheit. Wie gesagt, hier kommen noch andere Stühle hin. Mein Cousin sagt gerade, dass ich ihn euch schon gezeigt habe, aber doppelt hält besser. Der ist auch sehr, sehr hübsch. Also ich verlinke euch auf jeden Fall Benuta in die Infobox und auch meinen Rabattcode. Wie gesagt, das ist alles nicht bezahlt, aber ja, vielleicht wollt ihr ja einen Teppich und könnt den Rabattcode vielleicht gut gebrauchen. Sehr, 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 sehr hübsch. Gefällt mir. Bevor ich jetzt anfange zu putzen, wollte ich jetzt noch meine Sachen zeigen, die ich gekauft habe, weil sonst wird es zu dunkel hier. Ich habe nämlich für diese wundervolle Couch Kissen gekauft. Oh, zwei liegen noch da, die hole ich gleich. Dann fange ich erstmal mit der Decke an. Und zwar habe ich alles bei Kolmore gekauft. Ich habe gesehen, dass die teilweise bei eBay und teilweise bei Amazon ihre Sachen verkaufen. Ich versuche euch ein paar Dinge in die Infobox zu verlinken. Aber vielleicht so ein kleines bisschen Inspo für euch. Vielleicht bringt euch das jetzt was. Ich habe so eine beige Decke genommen. Ich wollte auch so eine grob, dick gehäkelte. Vielleicht finde ich eine zum Winter hin. Aber so eine richtig grob gehäkelte. In beige oder in Karamell. Einfach nur um das Sofa zu präsentieren. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand damit zudeckt, wobei ich bin so eine Frostbeule, ich würde das wahrscheinlich tun. Das hier ist auf jeden Fall die Decke mit so Fransen. Gab es auch noch in anderen Farben mit Bommeln und sowas. Aber ich verlinke euch ähnliche Teile gerne mal in die Infobox, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Eine sehr, sehr schöne, weiche Tagesdecke einfach. Dann habe ich übrigens bei Chibo das hier noch gefunden, weil ich habe hier am Geländer diese ganzen Epoxidharz-Geschichten und dachte, vielleicht kann ich das damit ein bisschen besser abkratzen. Oder generell fällt mir manchmal auf, dass ich sowas brauche im Haus. Und dann dachte ich, nehme ich das mit, als ich das bei Chibo gesehen habe. Sieht auch ganz süß aus mit dieser Holzoptik. Und da sind auch noch zwei Ersatzklingen dabei. Und bei Chibo habe ich auch noch diese Eimer. Das sind so faltbare Eimer. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich gucke mal, ob ich da bei Amazon was finde und ob ich das verlinken kann. Aber ihr könnt die praktisch auffalten, ausdrücken und habt dann praktisch einen Eimer, um sauber zu machen. Hab dann einfach einen Eimer und dann habe ich zwei Stück von mitgenommen. Ich glaube, die haben 12,95 das Stück gekostet, soweit ich Dann habe ich noch so Buchhalter-Dinger geholt, also diese Buchhalterungen, die Bücher in den Regalen halten, ohne dass sie dann umkippen. In so einer Muschelform, auch sehr schön. Also praktisch so und so. So steht es dann praktisch im Regal und ich möchte ja dieses Regal hier hinten in so goldenen und hellbeigen Holz
Optiktönen. Also die hellbeigen Sachen sollen möglicherweise möglichst Holzoptik-Sachen sein. Dann habe ich noch eine Kanne mitgenommen, die ich auch sehr hübsch finde. Das ist so eine kleine Glaskanne, in die man zum Beispiel Eiswürfel machen kann, wenn man zum Beispiel Getränke serviert. Dann kann man hier die Eiswürfel reinmachen, dann kann sich jemand da das rausholen, wenn er möchte. Oh, hier ist noch die Wandhalterung, die ich auch in meinem Schlafzimmer noch oben liegen habe, also die silberne. Brauche ich jetzt nicht auspacken, oder ist eh dasselbe Video? Weil ich brauche ja zwei. Auf jeder Seite eine. Schlaues Mädel. Dann, boah, ich bin so müde, Leute. Ich muss dieses Video auch noch schneiden. Und ich habe schon heute eins gedreht und geschnitten. Ich habe so Kopfweh. Gerade 800er Ibuprofen genommen. Das mache ich so selten. Das mache ich echt nie. Und habe schon echt lange ausgehalten. Ich glaube, ich bringe es schon gar nichts mehr. Ich habe eine Erhöhung gefunden. Erhöhung? Ich habe eine Erhöhung gefunden fürs Badezimmer. Ich habe euch ja gesagt, dass ganz oben im Badezimmer irgendeine Erhöhung fehlt, weil das Waschbecken ist so hoch und die Seife steht so tief. Und ich wollte eine kleine, minimale Erhöhung, damit das Ganze steht. Und ich habe eine Schildkröte gefunden. Boah, dieser Anblick ist so schön. Viele haben mich gefragt, ob ich mich in meinem neuen Zuhause fühle, als ob ich mich hier wohlfühle oder ob ich die Wohnung vermisse oder so. Und nein, tue ich gar nicht. Ich finde es so schön hier, wie das Licht fällt und wie die Stimmung im Haus ist, wie die Menschen sich hier wohlfühlen, wie mein Mann und ich uns wohlfühlen, wie es vorangeht, wie wir unsere eigenen Träume verwirklichen können, unsere eigenen Ideen. Und also ich sage ja immer, ich hab. Meine Mama meinte so zu mir, Tara, du sagst in jedem Video, ich habe das geholt, ich habe mich dafür entschieden. Und es ist eigentlich immer so, dass wir uns immer absprechen und immer holen, was uns beiden gefällt. Also sobald er sagt, nee, gefällt mir nicht, holen wir das auch nicht, weil das ist unser Zuhause. Wenn ich zum Beispiel sage, nee, das gefällt mir nicht, dann erzwingt er das auch nicht, weil das ist unser gemeinsames Zuhause und wir wollen, dass jede Ecke dieses Hauses uns beiden gefällt. Klar, hier kommen viele Freunde rein und raus oder so, ne, und sagen dann, oh, das hätten wir vielleicht anders gemacht, das hätten wir vielleicht anders gemacht oder das ist uns zu steril oder zu clean oder zu sauber oder zu dreckig oder zu keine Ahnung was. Wir beide fühlen uns so wohl und eigentlich finden es auch alle sehr, sehr schön. Alleine manchmal, wie das Licht so fällt, dann denke ich mir so, boah, so die Sprossen von draußen lassen diese Wand hier so streifig aussehen. Das macht mich voll glücklich. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Das macht mich so glücklich, dieser Anblick hier. Das hier ist gerade so schön. Tada! Eine kleine Mini-Erhöhung und ich bin so glücklich damit. So schön. Das kann ich dann einfach hinstellen und Seife und Handcreme da draufstellen und dann ist es minimal höher. Es kann sein, dass es zu tief ist, aber Wayne, ganz ehrlich, mir gefällt das voll gut so und dann haben wir wenigstens 5 cm dazu gewonnen. Aber hübsch, oder? Gerade mit diesen Details. Das meinte ich mit dieser Erhöhung. Ganz viele haben geschrieben, Etagere, Etagere, aber eine Etagere hat ja mehrere Etagen und das ist nicht, was ich wollte. Das hätte irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich wollte eher wie so etwas kleines Podestartiges. Ah! Für unser Kinozimmer. Ihr seht, ich nehme das mit dem Kinoraum sehr ernst. Tada, das ist für die Tür. Ich hoffe für die Tür. Ich weiß nicht, vielleicht auch für die Wand. Ich bin nicht ganz sicher, ob das zu schwer ist vielleicht für die Tür oder ob man da zu tief reinbohren muss, weil hier hinten sind schon echt tiefe, also so große Halterungsdinger. Es ist nicht so super schwer, es geht eigentlich, aber es würde so cool aussehen, oder? So als Kinoraum so. Da wird auch wahrscheinlich ganz oft mädelsfreie Zone sein, wenn die Männer da unten spielen. Und mein Mann sagte schon, ich mache da so einen Scanner hin. Alles, was weiblich ist, darf es nicht betreten zu manchen Zeiten. Und ich so, okay. Aber ja, wir werden auch ganz viel gemeinsam da drin sein. Aber klar, ne, da werden auch wahrscheinlich coole Mädels- oder Jungsabende stattfinden. Und dann so ein Hallo, darf ich rein? Dann kann ich euch noch kurz die Kissen zeigen. Die sehen so aus. Zeigt ihr euch gleich mal auf der Couch noch. Aber das ist ganz cool. Die sind nämlich so dünn vakuumiert. Die Männer versuchen leise zu sein, damit wir hier entspannt drehen können und es nicht zu hektisch und zu laut für euch ist. Das, ja, da hinten sind die in der Küche. Das weiß ich sehr zu schätzen, weil sie meine Arbeit sehr respektieren. Und der Bruder meines Mannes, also der Schwager, mein Schwager kam gerade rein und der meinte so, weil ich draußen heute Morgen den Boden so geputzt habe, oh mein Gott, das glänzt richtig. Und mein Mann nur so, pssst, sie ist am Drehen. Jedenfalls, das hier ist das Kissen. Davon habe ich 2 Stück mitgenommen und wie gesagt, ich habe noch 2 andere mitgenommen. Das zeige ich euch gleich mal dekoriert. Und ich finde das ganz cool, dass da schon Kissenhüllen drin sind, weil es ist nicht das Kissen oder der Kissenbezug, viel mehr ist es das
Innenleben eines Kissens, damit ein Kissen überhaupt schön aussieht, weil es darf nicht zu eng und nicht zu locker sein. Das Kissen muss irgendwie da drin leben können, weil es sonst irgendwie falsch aussieht. Und ich habe viele Kissen, die einfach falsch in ihren Hüllen aussehen, was mich sehr belastet. Ich habe auch gestern so Leinenalben gesehen, möchte gerne meine ganzen Fotos, wisst ihr noch, ich habe so viele Fotos ausgedruckt Mitte des oder Anfang des Jahres und möchte die so gerne, möchte das weitermachen, mehr Fotos ausdrucken, reinkleben, möchte gerne meine Kerzen bekleben, möchte gerne meinen Brautstrauß in einen Bilderrahmen kleben, ich möchte gerne Kunst Gemälde malen und aufhängen in der Küche und das sind halt so, wobei das mit der Küche werde ich schneller machen, weil ich möchte, dass die Küche einfach schneller fertig ist und ich euch so eine richtig coole Küchen-Room-Tour machen kann. Aber ja, wie gesagt, es fehlt mir halt noch an den Bildern und an den Lampen und dann wäre ich ready für so ein Video. Wollt ihr das? Wollt ihr so richtig into meine Küche? So, und dann haben wir noch einen richtig coolen Wine-Cooler. Ich habe mir gedacht, das ist, kann man auch cool als Blumenkübel nehmen. Man kann den aber auch in den Kinoraum stellen und Getränke da kühlen, wenn man möchte. Das hole ich jetzt einmal hier raus. Cool aus, ne? Sieht aus wie ein Riesenpokal. Ich zeige es euch nochmal im Detail ein bisschen besser. Und ja, fand ich ganz schön. Sieht auch sehr hochwertig aus und nur ist es halt sehr, sehr tief. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das als Weinkühler dienen soll. Da muss man jetzt schon sehr viel Eis reinmachen. Aber, oder als Getränkekühler generell. Aber ja, sieht cool aus. Und dann haben wir noch so ein längliches Paket. Das ist so schön, das zeige ich euch jetzt. Tada! Das war dieses wunderschöne lange Tablett, was sich in dieser Kiste verborgen hat. Und ich dachte, das sieht richtig cool aus auf dem Esstisch. Wenn man da die ganzen Kerzen reinmacht, die ich da bemalt bzw. beklebt habe mit den Blumen, diese Inspo von Stilbruch Living, das sieht so schön aus. Es ist so ein Altgold und es ist so lang. Ich glaube, das Ding ist 1,20 Meter oder sowas lang. Und ich glaube, das sieht auf dem Esstisch richtig schön aus. Klar, hier ist jetzt Chaos pur. Wer hat Bock aufzuräumen? Komm. Wer ist ein richtiger Tamtam-Sister und kommt mir helfen? Sehr, sehr schön sieht das aus. Und hier sind die Kissen. Hier sind übrigens die anderen Kissen. Mein Gehirn ist gerade ein Sieb. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon gezeigt habe. Die sind so. Auch sehr schön. Und die passen auch perfekt in ihre Hüllen rein. I love it. Das ist genau der Stil, den ich möchte. Wobei ich auch wunderschöne Bordeaux-Kissen gesehen habe und so. Ich glaube, das könnte auch hier im Herbst, Winter sehr schön aussehen. Und mein Regal sieht auch immer noch so aus, als wäre hier ein Flohmarkt. Ich bin auf 1 Euro pro Stück hochgegangen. Hier ist auch noch mein Laptop. Ich muss gleich arbeiten und schneiden. Aber ich muss auch noch das Ganze hier aufräumen. Und meine Eltern haben uns einen Beamer geschenkt. Das hier ist der Beamer, den wir bekommen haben. Ich versuche den euch auch in die Infobox zu verlinken. Ich weiß aber noch nicht, wie er ist. Ansonsten würde ich erstmal warten. Wir testen den für euch und sagen euch Bescheid, wie der ist. Hier sind auch noch Pakete von Dior. Ich habe was von Dior zugeschickt bekommen, einmal aber auch selbst was gekauft. Und das zeige ich euch aber im nächsten Video, weil sonst wird das zu viel. Und ich würde sagen, jetzt räumen wir erstmal so ein kleines bisschen die Bude auf. Mal gucken, wie weit ich komme. Die Männer buchen gerade Urlaub. Macht kein Auge. Wir gehen jetzt putzen. Ella holt Essen. Ich gehe jetzt hoch mit euch putzen. Ich habe schon Muskelkater von dem Putzen von heute Morgen. Ich sag's euch, Leute, ich habe die ganze komplette Einfahrt geschrubbt. Oh mein Gott, das macht so glücklich. Schaut, was ist das für ein schöner Anblick. Wow. Okay, dann hör auf, dich abzulenken. Oh Gott, ich habe vergessen, die H&M-Sachen zurückzubringen, Leute. Bin ja komplett verpeilt. Die Büros sind sauber, deswegen putze ich direkt hier beim zweiten Bad weiter. Ich freue mich nicht. So, das zweite Bad ist ready. Die Jungs sitzen immer noch draußen. Ich glaube, ich mache denen kurz ein paar Kekse und schneide denen eine Melone auf. Wir haben übrigens 22.21 Uhr. Und ich glaube, die Nacht wird lang. So, hier ist Melone. Ich habe so eine Eiswürfelform mit so runden, das sind so runde Kügelchen. Ich glaube, ich mache da nächstes Mal Brombeeren oder so rein. Und hier sind Giotto und Prinzenrolle-Kekse. Das bringe ich jetzt mal raus. Mal gucken, vielleicht wollen die noch einen Tee oder einen Kaffee oder so. So,
Hab dem das nur kurz gegeben und bin wieder hochgekommen. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Ich mache jetzt das Glas ein bisschen sauber und die Pflanze. Und dann stelle ich das mal in die Ecke. Mal gucken, wie das aussieht. Ich glaube, die muss ich noch ein bisschen entfalten. Oder ich muss eine andere Glasvase vielleicht dafür nehmen. Die sieht so ein bisschen gequetscht aus, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht täuscht das auch hier alles. Ich habe das jetzt mal so hingestellt und so gefällt mir das ganz gut. So mag ich das. Ich lasse das mal auf mich wirken. Sehr, dass ich das euch morgen ein bisschen schöner zeigen kann, aber bitte, wie hübsch ist das hier? Wenn alle so wären wie diese Do-It-Yourself-Kerze, die ich mal gemacht habe, oh, das wäre so schön. Das hätte sowas Romantisches hier. Ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, immer wieder eine Kerze zu machen, weil mich das auch tatsächlich sehr beruhigt hat. Und so sieht es aus. Total hübsch. Ich bin mir unsicher mit den Kronleuchtern. Die stelle ich wahrscheinlich irgendwann mal weg, aber aktuell sieht das alles ganz gut aus. Rum wird zwar hier das Thema nicht sein, aber ich habe das trotzdem jetzt mal so da dran gestellt, damit ich, solange ich noch keinen richtigen Tisch habe und auf der Couch arbeiten will, hier am Laptop arbeiten kann. Und so sieht es mittlerweile hier aus. Ich muss gleich noch das Glas weg tun. Ich muss auch ganz dringend mal das hier in Ordnung bringen. Hier stehen die Dinge, damit ich sie gleich wegräume. Das unboxe ich im nächsten Video mit euch. Das kommt noch runter, aber roundabout gefällt mir die Ecke sehr, sehr gut. Diese Säulen kommen übrigens auch ins Schlafzimmer, rechts und links vom Fernseher. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Vasen auch mit dahin nehme oder ob sie eventuell auch gut hierhin passen würden, vielleicht einfach auch auf den Boden. Und ich suche immer noch ein anderes Sideboard. Ich hätte gerne ein helles, eichenholzfarbenes Sideboard. Jetzt 12 Uhr und ich werde jetzt noch unten die Wäsche aufhängen. Ich hänge jetzt die Wäsche auf. Ich habe jetzt gerade noch das Gästeklo sauber gemacht. Das habe ich ja völlig vergessen. Ich werde nie verstehen, warum er seine Dose immer hier hinlegt. Ich werde mich jetzt abschminken. 0:36. So, jetzt ziehe ich noch mein Pyjama an und lege mich ins Bett zum Schlafen. Morgen um 8:30 Uhr geht es nämlich nach Rad. Da holen wir den Tisch ab. Und es wird kritisch, weil ich weiß nicht, ob wir den durch unser Treppenhaus bekommen. Unser Treppenhaus ist nicht so mega groß und es hat hier voll die Rundungen. Und der Tisch ist 2,60 Meter groß und 1,30 Meter breit. Und ja, das wird ein Struggle. Mal gucken, weil die Ware kann man auch, glaube ich, nicht umtauschen, soweit ich weiß. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich beende den Vlog, verpasst den nächsten nicht. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag zu einem ganz neuen Video wieder. Bis dann.